Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zur neuesten Ausgabe des Online-Pharma-Forums wieder hier aus Bonn begrüßen. Und hier freuen wir uns natürlich sehr, dass unsere Expertin, Frau Dr. Monika Unger-Badi, heute bei uns ist. Frau Dr. Unger-Badi hat ein eigenes Business, nämlich Unger-Badi Consulting und Services. Und sie ist spezialisiert auf das Thema Regulatory Compliance natürlich und weitere Themen. Aber das ist doch eins ihrer absoluten Fokusthemen, dass Sie ja auch jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren begleiten. Und dann kam die Anfrage doch mehrfach aus dem Teilnehmerkreis. Sie hätten gerne eine Sendung zum Thema Regulatory Compliance. Ja, und dann war natürlich Frau Unger-Badi für mich die erste Ansprechfrau zu diesem Thema. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute die Sendung gestalten werden. Ihr zur Seite steht wieder unser rechtlicher Beistand, Herr Professor Burkhard Sträter. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Regulatory Compliance kann natürlich auch immer mal wieder zu rechtlichen Fragestellungen führen, gerade wenn die Compliance nicht so gegeben ist. Insofern freue ich mich sehr, dass auch Sie bei der heutigen Sendung dabei sein können. Um was geht's heute? Regulatory Compliance ist die Schnittstelle GMP, Regulatory Affairs. Was passiert, wenn diese beiden Welten quasi aufeinandertreffen? Wo müssen sie interagieren? Wie müssen sie interagieren? Was passiert insbesondere, wenn es zum Change kommt? Wie funktioniert das Change Management? Und das kommt dann eher nach der Pause. Wie wird das Ganze überwacht? Welche Rolle hat Regulatory Affairs im Rahmen der Inspektion? Das sind so die Themen, die wir heute für Sie im Programm haben. Regulatory Compliance, wie Frau Wolf Klein schon sagte, auch aus rechtlicher Sicht insbesondere dann ein Problem, wenn es eben nicht compliant ist. Dazu werde ich dann gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle was sagen können. Aber vorher geht es ja erstmal um die Frage, was ist das überhaupt und wie implementiere ich das? Mhm. Und da freuen wir uns, dass wir heute eine sehr erfahrene Expertin unter uns haben, Frau Dr. Unger-Badi, die 20 Jahre Erfahrung bei Schering und dann nochmal 10 Jahre Beratung, das stellt fürs Leben. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen zu dem Thema, Frau Unger-Badi. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Vielen Dank fürs Willkommen heißen. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen etwas aus meiner Tätigkeit berichten zu können. Denn die Gewährleistung der Regulatory Compliance ist ja nicht ganz so einfach. Also jeder weiß zwar, was Compliance ist, und nichtsdestotrotz spricht jeder über etwas anderes. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Ich habe mir gedacht, wir sprechen erstmal ganz allgemein. Wir definieren Regulatory Compliance einmal aus unserer Sicht heraus und schauen uns dann an, wie kann man die Regulatory Compliance als solche gestalten. Denn es hilft Ihnen ja nichts, wenn Sie wissen, dass es problematisch ist. Da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues dabei. An welchen Stellschrauben können Sie gegebenenfalls drehen? Wie bekommt man diese zwei Welten zueinander in Konkordanz? Eins der Tricks könnte eben über die Dokumente sein. Wie sehen die Prozesse aus, die man zwischen Regulatory Affairs und dem GMP-Bereich hat? Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Datenqualität. Wir schauen uns anschließend den PQR an und bereiten uns auf die, ja, vielleicht sogar auf eine Inspektion vor.